Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem ganz besonderen Banger, weil dieser Banger ist der erste Banger im Ranked auf dem neuen Set und gleichzeitig auch am ersten Tag der AMD Grind Challenge entstanden. In dieser AMD Grind Challenge versuche ich innerhalb von 10 Tagen Master zu werden. Das habe ich schon einmal getan und ich habe es am letzten Tag gerade noch so geschafft. Master! Master! Nur die besten 200 bis 300 in Europa schaffen das und ich möchte einer davon sein. Dafür kriege ich super viel Support von euch und auch von AMD, deswegen ein richtig dickes Dankeschön. Die Banger der nächsten Tage werden deswegen immer aus diesen Runden sein, aber wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann tut das doch sehr gerne. 10 Tage, jeden Tag live auf Twitch, Link in der Beschreibung. Danke AMD und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich sag nur, voll Laser, wie das abging. Na, wollen wir mal, ne? Ach nee, hört doch bitte auf, mit mir in Games zu gehen. Bitte, bitte, bitte. Wirklich bitte. Muss ich meinen Client heilen? Zum Season-Start. Please no. Also wirklich. Die Wahrscheinlichkeit... So. Wir wollen jetzt ja gar nicht reinsteigern. Sehr, 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 sehr schön. Aber auf jeden Fall ein Start. So kann ich schon sagen. Metal is harder than flesh. This is no challenge. Oh mein Gott. Wird das hier unsere erste Laserkorb kommen? Sieht ein bisschen danach aus, ne? Oh mein Gott. Also das Spiel ist willig. Ist die Frage, wen wir als Bruiser spielen, bis wir Leaf finden. Ja, Laserkorb hat sich ein bisschen als die potenziell stärkste Korb herausgestellt. Auf dem Live-Server. Deswegen gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr contested sein wird. Actually sollten wir Galliopair mitnehmen statt Helimpair. Laser Corps Hard nehmen wir sehr gerne mit. Ob wir eine Recon-Unit haben wir nicht. Können wir eine Item vervollständigen? Eigentlich auch noch nicht, ne? Also wir würden jetzt Full Laser Corp spielen. Bräuchten allerdings auch noch ein Emblem, ne? Mal gucken, was noch drin ist, ne? Ein Tank. Okay, hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir verlieren. Ist aber auch okay, ist, I guess. Ich hätte Admin spielen müssen. Statt Yasuo. Dann hätten wir es vielleicht gehabt. Ja, ist tatsächlich ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen bitter für mich, dass die... Oh mein Gott, ich habe gelevelt, ne? Ich kann ja gar nicht Reroll spielen. Okay. Da ist die EP klingt ziemlich gut, ja. Für Ruhe, Comeback Power. Okay, wir haben gelevelt, das heißt, wir spielen nicht Reroll. Sondern wir spielen für Set, I believe. Also wir können Edge of Night auch Slam, was ich gerade auch schon tun soll.
Also wenn wir tatsächlich Lasercop 9 hitten, soll das aktuell extrem strong sein. Es ist halt tatsächlich ein bisschen bitter, wie gesagt, die kommt, die ich gar nicht selbst gespielt habe. Das ist quasi relativ tricky für mich natürlich, die einzelnen Power-Level einzuschätzen. Aber... Aber es sieht gar nicht so bad aus. Ne? Also die Frage, ob wir hier Weiß spielen. Hinten raus natürlich Renekton Seju. Aber wir könnten hier ein Upgrade machen. Dann haben wir allerdings keinen Admin mehr. Der Admin-Trade sieht aber eigentlich gerade ganz gut aus. Wir müssen allerdings goldmäßig auf 10 kommen. Das würde ich zumindest gerne. Wir können die Supers droppen, weil ich glaube, wir spielen, wie gesagt, keinen Reroll. Da müssen wir auch nicht Supers spielen. Ich habe ein bisschen wenig gescoutet wegen den Augments der anderen. Aber ich glaube, unser Kampf wird über Set 2, Seju 2 kommen. Und bis dahin trägt uns einfach Ash 2, Renekton 2, Yasuo 2. Sollte stabilisieren, ne? Müssen wir überlegen, ob wir dann noch Duelist reinspielen wegen Yasuo. Wenn das wichtig genug ist. Item-wise würde ich tatsächlich einfach Static Slam für Windstreak. Also Static Ash. Ist das eine klare Alternative? Eigentlich nicht, ne? Static Ash. Set mit Edge of Night, Camille als Itemholder. Level in den ersten 2,5, wir wollen Economy haben. Wir wollen relativ hoch in den Level gehen. Und Splitscreen 2. Ich glaube, man wird hier schon, ne? Man kann ja so hier auch einfach viel CC raushauen. Also gerade dadurch, dass wir jetzt das Static haben, ist ein Winstreak tatsächlich realistisch und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, wenn wir es packen. Da ist der CC, von dem wir gesprochen haben. Camille ist halt so ein bisschen Fake-Tank mit diesen Edge of Night, weil sie halt einmal die Akku und nochmal droppt. Was in der Theorie ja helfen sollte. Das kann meine Ashe wohl nicht verlieren. Das wäre eine Frechheit gewesen. Okay. So far so gut, würde ich sagen. Tatsächlich trotzdem 5 Ashes. Ein weirdes Feeling, aber so ist es einfach. Ja, nächster Win wäre gut, weil dann kriegen wir in der Creep Round 2 extra Gold. Der hat einen Weltkost 2. Der hat eine ziemlich starke Ash. Das heißt, wir wollen Camille drumherum laufen lassen um die Gegner, damit sie von hier aus die Leute trifft. Wir wollen den Blitzcrank actually im Main Tank haben. Und dann ja so von hier, ich glaube, das ist das beste Positioning. Bin zufrieden damit eigentlich, wie es da steht. Jetzt hier genau das, was ich angesprochen hatte. Camille läuft außen rum, trifft dann mit ihrem... Disarm mehrere Gegner. Oh mein fucking Gott. Okay, das gewinnen wir wohl auf gar keinen Fall. Ja. Okay. Ja, der holt über Second Wind leider auch einfach genug Zeit raus. Deswegen er in der Lage ist, die MF-Wood durchzukriegen, die hat eigentlich schon ewig und 3 Tage dauert. Bittere Nummer für uns. So ein bisschen Ordnung in unser Lineup kriegen. Gegner scouten. Wir haben Sure Shot mit Renekton 2. Wir haben Mascot Reroll. Wir haben Border Second Wind mit Velcro's MF. Dann haben wir eine ganz, ganz wilde
Nima Squad Ash, Oxfords 2 mit Oxfords Hearts, das heißt 6 Oxfords, Amina Squad Heart und Maske. Wir haben tatsächlich keinen, der Laser Corps geht. Das heißt, wir hätten auch Rebo spielen können. Hätte ich besser scouten müssen. Ist auch nicht so schlimm, I guess. Ja, Set-Items bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, was Bestes ist. Ich habe jetzt auf Turrican gesehen, was sehr gut aussah. Den AD-Items her. Das könnte interessant sein. Könnte tatsächlich Camille weiter als Carry spielen, finde ich gar nicht so bad. Ist die Frage, ob das vielleicht sogar besser jetzt ist wegen Duelist. Maybe, ne? Maybe. Ja, hier Recon reinzuspielen ist, denke ich, fein. Oh mein Gott, der Yasuo zieht sie gegen mich durch. Aber warum? Static wird sehr, sehr nützlich gegen diese Oxfords-Unit, sie halt kurz unsterblich werden. Weil du quasi etwas hast, der nächste Static-Pock kommt bestimmt. Ja, Vayne 2 mitzunehmen ist, glaube ich, keine Option. Wir spielen hier Recon eher so aus Bequemlichkeit. Unser Ziel ist eher tatsächlich Laser Corps 6. Dafür brauchen wir Level, das heißt, wir sind jetzt eher auf der Durchreise. Thrift the Hunter ain't that bad. Cybernetic Uplink aber auch okay. Ich glaube, es ist Thrift the Hand. Das klingt tatsächlich ziemlich gut mit Set später. Ich glaube, hier levelt man, um Renekton spielen zu können wieder. Positioning-wise sieht das alles jetzt ein bisschen komplizierter aus. Es gibt nicht mehr so ein klar Bestes. Jo, tatsächlich sieht das auch einfach aus, als sind wir losing, ne? Gegen fast alle von denen. Bisschen disgusting, was die da schon haben. Dass wir Renekton zwar nicht haben, ist auch ein bisschen bitter. Aber liegt doch daran, dass wir halt eben sehr aggressiv gelevelt haben. Oder sehr aggressiv ist übertrieben, dass wir gelevelt haben. Also kriegt zumindest einmal sein CC raus, dann hat er seinen Job auch ehrlicherweise einfach getan. Der Rest liegt bei den anderen. Können wir hier über den Damage gehen. Letzte Runde haben die Laser drum 1200 Schaden gemacht. Das ist schon absolut lächerlich. Ich würde gerne Hecke hinten rausspielen, um meinen Set zu verstärken. Von Hero, danke dir. Ja, also ich versuche jetzt quasi so ein bisschen das... Oh. Na gut. Na gut. I guess we take it. Ich habe überlegt, ob ich mich darüber noch beschweren kann, aber ich glaube nicht. Aber es geht einfach nicht. Einfach eine Vayne Two-Star, ne? Camille ist halt etwas, was ich halt sehr oft gespielt habe. Das heißt, ich versuche einfach. Oh mein Gott, wie hast du Leona gehittet? Willst du mich verarschen? Das ist ein Unsinn. Na, Ash ist auch in die Melee-Units reingerekont. Aber mit Thur auf die Hand haben wir das sogar. Krasser Typ, einfach eine Leona auf 7. Ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht bad, hier den Set zu nehmen, ne? Weil es ein bisschen früher Laser Corps 1000 gibt. Ich glaube, ich müsste den Vortritt lassen, weil ich will mehr. Wenn ich jetzt loslaufe, nimmt der vielleicht panikmäßig mir einfach was weg.
Dann lasse ich den lieber vor. Kidoki. Also unser Plan ist ein Blade Z, obwohl wir jetzt die Band 3 haben. Na, man könnte jetzt auch überlegen, ob man hier Kaiser Bane Recon spielt, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach nicht so gut. Ich glaube tatsächlich, dass man hier nicht zwangsläufig die Zoe halten muss. Wir könnten halt 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn wir gewinnen, können wir das alles hier verkaufen und auf 40 Gold gehen. Wir müssen ja 7 oder 8 hitten. Die Laser Corps Units kommen halt hinten raus noch die deutlich stärkeren. Dafür müssen wir ready sein. Und wir kriegen auch noch einen Hero Augment. Das heißt, es gibt sogar eine Welt, also ne, mit 95% Wahrscheinlichkeit. Ne? Ich glaube, man hat eine 5% Wahrscheinlichkeit, dass man in der Runde keinen Hero Augment hat. Das heißt, ich würde damit schon planen. Das heißt, da können wir dann Seju oder Set holen, was sehr, sehr gut ist. Das ist dann powermäßig natürlich sehr, sehr gut, das weiß gut in unseren Kompass und jemand, der jetzt, also hätten wir jetzt Reroll gespielt, dann wäre natürlich ein Hero Augment in Stage 4 eher nachteilig für uns. Jetzt Gold ist hier gut jetzt. Ich glaube, wir sind auch soweit solid. Oh mein Gott. Recomp into Hard Sec 2 mit Warmox. Der killt uns natürlich sehr. Das ist gegen den kann ich, glaube ich, auch gar nicht aufstellen, weil wir verlieren trotzdem, ne? Oder? Ja, ne? Ich hab schon. Aber ich glaube, was ich machen kann, ist sowas. Und dann hoffen, dass meine Camille in die Enemy Backline rennt. Und wenn wir gegen den spielen, rennt meine Camille jetzt außenrum ebenfalls in die Backline. Das heißt, fein, ne? Okay. Sieht sehr free aus. Ich meine immer den Ninja. Wir reden nur über den Ninja. Okay. Set und Set unterschiedlich auszusprechen gelingt mir leider nicht. Okay, 5er Winstreak, sehr, sehr geil. Beim Rest, wie gesagt, der wird seine Kopf noch suchen, aber Syndra ist echt schwer zu spielen, da braucht er sehr gute Items. Hier haben wir mittlerweile jemanden, der Lasercomp spielt, allerdings mit Set-Items, ne? Also der wird unsere Comp contesten. Der Rest spielt ehrlicherweise eher nicht ganz so krasse Comps. Die vom Ceiling her eigentlich schwächer sind, wenn sie jetzt keinen ultimativen Highroll hitzen. Schwer zu sehen. Oh, yes, baby. Die Säcke sind einfach so übertrieben strong, ne? Aber ansonsten sieht es eigentlich echt ganz okay aus. Da kam gerade ein Lee 2 noch von seiner Bank, wenn ich das richtig gesehen habe, leider. Und noch ein Joghurt oder was? Aber wir haben Thrill of the Hunt, das heißt, das ganze Kleinvieh. Get outplayed, son! Das war ja mega! Das sind nur 3 Cores, ne? Das ist ja richtig scheiße. Warum denn 3 Cost? Oh, das ist ja terrible.
Ich muss LeBlanc nehmen. LeBlanc sollte auch fein sein. Weil die Idee ist quasi, sie klont dann einfach und mit den Laser-Korps sollte das dann auf jeden Fall nochmal ein netter Vorteil sein. Aber dass da keine Vorkostoption war, ist ja super bitter. Müssen wir mal die Odds durchlesen, aber ich dachte, dass die Chance eher für 4 Kost oder vielleicht sogar eine Legendary Unit drin ist. Dass wir jetzt hier in einem Case sind, wo wir quasi... Oh mein Gott, wie close. Mit 3 Kost Units stuck sind, ist halt scheiße, weil es halt quasi keine gibt, die für uns richtig geil ist. Senna maybe, aber dann spiele ich lieber LeBlanc. Und spiele quasi Hacker. Und klone etwas so, ne? Ich glaube, ich muss hier ein bisschen rollen jetzt, um den Winstreak zu halten. Haben jetzt zweimal gelackt. Und sollten dadurch... Ja, wo sind die Items meiner Camille hin? Oh, sie existiert noch. Warum? Habe ich nicht hinbekommen, oder was? Den vom Feld zu nehmen. Ich nehme aber randomly starke Units. Der ist raus. Bewegen kann raus, wenn wir wollen, aber es ist eher Camille. Brawler halten sollen, I guess. Das wäre insane. Das wäre insane, aber nicht hitbar. Das wäre insane. So, und alles andere ist jetzt schon deutlich weniger insane, ne? Nicht gemerkt. Oh mein Gott, kriege ich das nicht aufgestellt? Bin ich zu dumm? Fehlt der 6. Laserkorb gerade noch relativ dringend. Hurricane mit 3 auf die Hand natürlich auch absolut godlike. Sehr geil. Okay. Ich glaube, ich habe die Transition halbwegs solide hinbekommen. Ich kann halt Admin nicht erfüllen, aber ich dachte, wenn ich Jenna spiele, habe ich noch Space länger drin, was gar nicht so terrible ist. Und die extra AP ist ganz gut. Man darf halt nur nicht zu viele Units drumherum stellen. Ich muss jetzt gleich mal schauen, wie ich das mit dem Hekerim hinkriege. Ich glaube, ich muss einfach nach links gehen. Also dafür wird es auf jeden Fall eine Lösung geben. Was ist das? Nee, warte. Ha, ich krieg's nicht hin. Warum nicht? Nicht so dumm? Scheinbar schon, ne? Aber warum? Ich verstehe gar nicht genau, wo jetzt mein Problem lag.
Kriege ich aber gleich hin. Urgot über Fiddle. AP-Items auf Urgot. Wir haben keine Heal-Reduction für unseren Set, aber wir haben Third of the Hand. Das heißt, ich würde es einfach riskieren. Ihn ohne zu spielen vielleicht sogar. Oh mein Gott, what the fuck. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Also du kommst dahin, dann kommst du da, dann kommst du da, dann kommst du dahin. So, und jetzt klonst du Ash. Ich will aber, dass du Urgot klonst, ne? So, wie ist das definiert? Strongest here nearest ally without items. Okay. Keine Ahnung, wie er entscheidet, aber er hat jetzt Urgot genommen, ist ja gut. Guter Testrun. BT-Set. Träne hier raus. Er soll einfach nur Laserkorps procken. Warum klont der denn jetzt Ash? Dann kann ich halt mein... Ah, mein Dings nicht richtig ausnutzen, ne? Ist ein bisschen ärgerlich. Mit mehr AP hat er mehr Wahrscheinlichkeit, dass er Loot droppt. Dadurch kriegen wir noch mehr Items. Können hier sehr rich werden. Das ist es, ne? Finally, eh? Gar nicht so einfach. So, wie viel Magic Damage macht Zed und wie viel Physical? Er macht eine Menge Physical, ne? Ist die Frage, ob ein Last Whisper Ash nicht sogar eine Option ist. Ich macht Ash auch einfach gut Schaden. Ich kann halt schwer wechseln, ne? Ich kann die Seite nicht gut wechseln. Wir werden sehr rich. Sehr geil. Okay. Ja, ich hab's hinbekommen, ne? Komm steht. Economy ist jetzt komplett am Eskalieren. Das heißt, letzte Option ist, die Lasercorp-Unit zu verbessern. Der Gehacker ist ja auch einfach richtig gewesen. Ja, die Gegner scouten ist natürlich schwierig, weil ich kann halt wirklich gar nichts ändern, ne? Wir müssen 9 gehen, weil wir eine gute Economy haben. Sollten wir hier auch 100% für 9 gehen. Man könnte jetzt auf 8 für Set rollen, aber ich glaube, ich bin stark genug. Also fuck das shit. Was zum Beispiel gehen würde, ist sowas noch. Und hier den Effekt halt einfach wasten. Oh, damit mein Urgot noch mehr AP kriegt. Weil der kriegt ja 12% AP alle 5 Sekunden. Und dann ist das der Stärkere, der weiter vorne steht. Das Feine ist, I guess. Yasuo rebuilden und das Titans aufeinander. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Thema. Junge, Alter. Okay, also Urgot-Klon ist empfehlenswert, ne? Würde ich grundsätzlich sagen. Das ist ja richtig dumm. Du machst actually sogar Damage mittlerweile. Oh mein fucking Gott. Hohoho!
Laserkorb 9, meine Damen und Herren. Pion Schnizzy, danke dir. Das ist schon krass. Also der stellt natürlich jetzt nach rechts so, ne? Dann ist halt schwerer für uns. Ich könnte mich halt mittig hinstellen, ne? Dann stehe ich halt immer okay, I guess. Und auch dann nie richtig gut, aber halt auch nie richtig bad. Wäre cool, wenn es noch einen Unterschied gemacht hätte. Dem machen wir noch nicht so viel Schaden, ne? Da brauchen wir vielleicht noch eine Leone oder so, aber das weiß ich noch nicht. Der Sprung von 6 auf 9 ist kinda crazy, weil jeder Agent 2 Drohnen kriegt und wenn die droppen, gehen die auf den nächsten. Das heißt, das ist ein großer Jump. Lass mal kurz überlegen, wie das Lineup dann aussieht. Also Lasercorp auf LeBlanc, weil LeBlanc muss bleiben, wegen dem Klon. Senna rein. Und Morde für Jenna, ne? Aber kann ich... Oh Gott, Chlor? Das ist natürlich ein unglücklicher Stuck-Moment. Weil wir jetzt meinen starken Urgott getroffen hat, haben wir jetzt ganz wenig Geld gemacht in der Runde. Also quasi verarmt. Okay, ich glaube, ich sollte mittig stehen, I guess. Ja, also ich müsste normalerweise das Emblem vergeben, aber ich weiß einfach noch nicht genau, auf wen, weil ich nicht weiß, ob es eine Welt gibt, wo ich Urgott halten kann. Ich muss gerade mal durchgehen. Senna kommt rein, ist der 7. Emblem kommt rein, ist der 8. Jenna fliegt raus, ist der 9. Also ich kann Urgott zum Laserkopf machen. Go big or go home. Ja. Vereinfacht auch ein bisschen was, ne? Wir haben Spacelinger und ein paar Trades, aber whatever. Also wirklich whatever. Ich will die Jenna schon verkaufen. Weil wir jetzt anyway bis Morde rollen. Gucken wir, was wurde. Also Lasercorp 9 ist halt nur hitbar, wenn man H-Plus-Emblem kriegt. Also sehr selten. Und ich kriege einfach das Laserkorb-Emblem in meiner letzten Runde. I am in control. Schon der Pause-Ball kommt ja auch noch. Ja, moin. Der Mordekaiser. Mich denn verarschen. Ich stehe auch scheiße jetzt, ne? So, ich dachte, ich rolle einfach kurz einen Morde und dann mache ich alles andere. Aber jetzt stand ich auch absolut disgusting. Boah, das ist aber jetzt schon echt sehr, sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Oh mein Gott. What? Der hat doch gerade One vs. 9 gemacht. Und das war ja nicht mal seine Final Form.
Ja. Also letzte Runde haben die Drohnen 26.000 Das ist recht viel. Diesmal nur 11. Warum habe ich eigentlich verloren? Standscheiße, oder? I guess. Ah, Senna muss da vorne, die soll einfach nur Drohnen droppen. Ich muss meinen Ogre auch mehr in die Ecke, ne? Der ultet hat irgendwie keine Targets, die relevant sind. Oh, ich habe Ash geklont jetzt wieder, ne? Ah, müssen wir aufpassen. Aber ist auch gar nicht so bad, weil dann haben wir einfach. Oh mein Gott. Sehe ich das richtig, dass wenn Set nicht einfach broken wäre, ich echt Probleme hätte? What the fuck? Ist das Recon Mordekaiser? Ich glaube, das ist Recon Mordekaiser. Also wenn Ugat in der richtigen Ecke steht, stehen halt auch zwei Ugats in der richtigen Ecke. Das darf man nicht richtig vergessen. Sag mal, prockt mein Urgott die Laser Corps passiv mit jedem Mal seiner kleinen Schüsse? I'm not sure about it. Ich wünsche meinen Gegner viel Glück. Er steht in der Ecke mit Cho'Gath's Freestar. Aber ich habe zwei Urgots, die genau in die Ecke holten. Das ist ja der Ernst. Oh, warte mal. Das sieht gar nicht so gut aus. Alter, mein Set ist einfach zweimal im Kreis gelaufen und verprügelt ihn trotzdem. Laserkorb 9, Leute. Einfach in meinem zweiten Ranked. Also, dass Laserkorb so strong sein würde, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe es tatsächlich auch gar nicht ja gespielt auf dem Baby. Einer der ganz wenigen Comps, die ich gar nicht gespielt habe. Das heißt, ich bin sehr, sehr skeptisch gewesen, dass das wird. Aber in der Runde war es tatsächlich gut. Laserkorb hart, Laserkorb Emblem, gehst du Laserkorb 9 rein. Ich denke, es war richtig, in die Q-Roll zu spielen. Hätte man aber wahrscheinlich trotzdem machen können, weil wir eigentlich honestly uncontested und ich hatte viele Ashes, viele Renekton. Honestly, ich hätte die Reroll spielen müssen. Aber wegen dem Hard sind wir für Set Carry gegangen und Set ist ja wohl Astro Badget broken. Die Items, würde ich sagen, sind best in Slot. Hurricane ist so gut, weil die AD-Werte sich da ja so erhöhen. Und dann den Ugo 2 Klon über LeBlanc wäre, denke ich, fein. Auch wenn die Hero Augments euch verarschen, wie bei mir hier, ihr findet immer irgendein Supportive Hero Augment, was eure Comp trotzdem unterstützen kann. Ja. Holy shit!
Das war der erste Banger aus der AMD Grind Challenge. Link in der Beschreibung, falls ihr euch selber eine CPU abchecken wollt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch einfach beim Grind dabei seid. Jeden Tag so ab 12 auf Twitch. Peace out.